Ja, hallo und willkommen zurück. Wir stehen auf. Denn wir müssen jetzt in die Regenbogenraserei. So. Ich weiß nicht mehr, ob das die Tür war oder die andere. Ist auch egal. Gut, das war das Bonus-Level. Machen wir halt das. Das habe ich übrigens kacke in Erinnerung, ehrlich gesagt. Deshalb werde ich es auch nur einmal probieren und wenn ich es schaffe, ja, in die andere Welt wechseln. Ja, wir haben es kapiert. So. Okay, ich habe nicht als nächstes hin. Ich gehe einfach mal da lang. Oh mein Gott. So. Hier dem erstmal eine. Oh, er hat diesmal keiner gefangen. Sonst knallt man hier den Charakter immer ein paar in die Fresse, bevor sie irgendwie mal was sagen. War diesmal nicht so. Gut, Federn. Oh, Moment, was ist hier eigentlich? Juhu! Okay. So, Federn kurz erneuern. Zack. Und hier rein. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Da oben ist noch eine Kanone, so wie es aussieht. Zack, ich gehe gleich mal an die oberste Stelle. Oh, das ist jetzt scheiße. So. Oh mein Gott. Oh, puh. So, ah, da oben ist noch eine rote Münze. Die kriege ich aber von hier aus, glaube ich, nicht. Ja, oder vielleicht. Ja, aber knapp. Ne, geht nicht. Aber da hat es ja noch eine. Zack. So, die fünfte. So. Gut, jetzt muss ich wieder zur Kanone. Am besten. Das reicht mir nicht mehr, glaube ich. Ne. Juhu. Oh, fast. Oh. Scheiß Box. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wo ich hin muss noch. Also die da in der Wolke. Und dann wahrscheinlich ganz oben noch eine, aber wo ist dann die letzte? Ich habe erst fünf. Da ist noch eine oben drauf. Komme ich da hin mit der Kanone? Ne. Gut, dann muss ich wieder zu der. Zack. Die da oder ich gehe ganz hoch. Zack. So. Hat sie jetzt zwei, kann das sein? Ah. Gut, dann hat sie ja alles geklärt. Moment, zuerst mal. Was ist hier denn? Exalib. So, jetzt warte ich wieder kurz, bis die Box da ist. Nicht, dass ich hier runterfalle. Zack. So, wo ist jetzt hier? Da hinten. Oh mein Gott, viel zu schnell. Moment, kurz eine Drehung machen. Boah, ey. Das ist ja. Da sind ja die Battlefield-Chats nix gegen. Ja.
Zack. Knall ich mich eben kurz mit der Kanone. Ja komm, aber das schaffen wir jetzt. So, Moment. Da. Lag, okay. Oh shit, ey. Ja, schön langsam. Jetzt drehen. Zu viel gedreht. Da muss ich hin. Komm schon. Gut. Okay. Und direkt. Zack. Gut, haben wir das geschafft. Das Level hatte ich übelst schwer in Erinnerung, aber eigentlich ging's. So. Ich denke mal, im nächsten Part knacken wir, glaube ich, die 100er Grenze. Zack. Oh, schade. So. Gut. Dann gehen wir mal in die Regenbogenraserei. Regenbogenraserei. Sag das 10-mal schnell ineinander. Gut, ich mach zuerst mal den da hinten. Juhu! Oh shit. Zu weit. Egal. Ach ja. Viele sagen ja, das ist das schwerste Level in dem Spiel. Ich finde das eigentlich gar nicht. Ich finde... Nein! Ich finde, das Uhrenlevel ist 2100-fach mal irgendwas schwieriger. Zack. So. Und Trap. Ich mach den da hinten. Juhu. So. Wow, was war das? Egal. Zack. Gut. Überwinde die Macht der Dreiecke. Speichern weiter. So. So. Hier waren die 100 Münzen mehr oder weniger auch einfach. Man durfte halt einfach nicht runterfallen und das ist halt das Problem. Aber ja, mal gucken. Zack, zack, zack. So. Hierauf. Und Trap. Und Trap. Und Trap. Und zack. So. So geht das. So und... Nein! Komm, jetzt springt er hoch. Ah, ich warte lieber noch. Das ist mir jetzt ein bisschen riskant. Komm, geh weg. Zack, und gleich den nächsten geholt. In Super Smash Bros. Melee gab es ja das Level auch. Also die Regenbogenraserei quasi. Das war so ziemlich das einzige Level, das sich bewegt hat. Welches ich eigentlich noch ganz cool fand. Ich hasse ansonsten Level, die sich bewegen in Kampfspielen, aber das fand ich eigentlich ganz cool. Zack.
Jetzt mache ich, glaube ich, die roten Münzen, weil die kann man hier schlecht mit den 100 verknüpfen. So, zack. Vor allem sind die schnell gemacht. Oh shit. Wow, fast verquetscht. Zerquetscht, nicht verquetscht. Zack. So. So und zack. So, erste haben wir. Die sind jetzt alle hier irgendwo versteckt. Oh Mann. Lol, wieso prallt denn der ab? So, geht doch. Moment, jetzt will ich zuerst mal. Zack. Na shit. Nochmal. So. Zack. Und jetzt noch die da. Ui. So. Jetzt kann ich die da hinten holen. Wow. So und so und so und. Oh, hier ist auch noch eine. Gut. Dann ist das so die letzte. Und ja, war doch easy. Easy peasy. So. Vielleicht schaffen wir die 100 ja noch in dem Part, aber ich denke es nicht. Gut. Haben wir das auch? Jetzt fehlen uns. Wie viel fehlen uns jetzt noch? 2 oder 3? 3. Was gab's denn jetzt noch, außer das mit den Regenbögen? Den Teppichen. 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 Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es waren 2, wenn erstmal mit dem Teppich hochfahren muss da irgendwie. Ja, dann machen wir das doch. So, das wird jetzt ein bisschen eine langweilige Sache, denn wir müssen hier übelst lange warten, bis wir mal am Ziel sind. Aber an sich, die Welt ist doch sehr cool, finde ich. Ich finde, das ist eigentlich einer der geilsten. Es ist halt ein bisschen frustrierend, wenn man irgendwie mal einen schlechten Tag hat und die ganze Zeit runterfällt, aber das ist jetzt bei mir irgendwie mal ausnahmsweise nicht der Fall. Und die Mucke ist geil. Gut, ich werde, glaube ich, zuerst links durchgehen. Oh. Der war auch nicht schlecht. Wollte ich zwar nicht, aber oh, egal. Ah, jetzt kommt die Kacke. Da gehe ich ein bisschen vorne hin. So. So. Dann glaube ich nochmal. Wow. So, jetzt müsste ich es geschafft haben. Hier war das Final Fantasy Schiff. Ich habe Final Fantasy keinen Teil wirklich gespielt. Aber das weiß ich, dass es diese Schiffe irgendwie gibt. Außer Final Fantasy Tactics. Das finde ich auch ziemlich geil. Zack. Puh. Gut. So. Oh oh. Puh. So.
cool, 100. Stern. Und das in... Also in einem Part haben wir, glaube ich, 5 Sterne geholt. Das ist ja fast ein neuer Rekord von mir. Ja, ich denke, ich beende den Part hier gleich, weil das passt doch gerade gut. Und wir haben endlich 100 Sterne. Yeah! Okay, 20 fehlen noch. Ich rechne jetzt mal kurz. Hier noch 3. Ne, 2. Ne, 3. Dann die Uhrenwelt 7, dann wären das 10. Und die Unterwasser, also die Wasserstadtwelt da noch fertig. Dann habe ich, glaube ich, 15 oder so. Und dann noch die restlichen 100 Münzen, die ich immer verkackt habe. Ja, ich denke, das wär's dann. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das wären dann alle. Ah, und die roten Münzen in der letzten Bowser-Welt noch. Genau. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wo wir dann... Ja, wahrscheinlich die Welt hier weitermachen, vielleicht abschließen, aber ich denke ehrlich gesagt nur weitermachen. Gut, in dem Fall sehen wir uns dann.